So, meine Forscherarbeit hört ja abseits der Aufnahmen nicht auf. Ich habe mich mal eben kurz schlau gemacht. Mit anderen Worten, mal wieder Nico gefragt, der mir den Tipp gegeben hat, dass es doch einen Eiskristall in dieser Arena gibt, den man anscheinend kaputt hauen könne. Und dass dies unser Schlüssel zum Glück sein soll. Da bin ich mal gespannt. Das könnte nämlich natürlich auch sein, dass die Nachricht auf dem Boden, wo hier drauf steht, nicht der Safe Spot ist, wie ich es gedacht habe, sondern der Ort ist, an dem man den Kristall kaputt schlagen kann. Machen wir uns da mal auf die. Und ich krieg einfach alles eingeschenkt. Ich krieg einfach. Ich nehme einfach. Ach, wie bei Brothers, Junge. Ich nehme einfach alles mit. Alles. Warum bin ich eigentlich schon wieder einhändig am Wielden, sag mal? Ich meine, es funktioniert zwar trotzdem, aber zweihändig gefällt mir natürlich besser eigentlich. Boah! Habe ich den gerade gewonnen? Ach, shit. Sei bitte weniger nervig, danke. Jetzt kommt der mit so einer Stabberei-Scheiße, während ich mich heile, Alter. Gehen Sie weg! Es wäre jetzt langsam schön, wenn ihr aufhören würdet, wie Geisteskranke oder wie die Besenkten mit euren scheiß Drecksbögen hier durch die Gegend zu ballern, ey. Ich muss sagen, das sind immer noch die, die mir eher am meisten mit auf den Sack gehen, zusammen mit dem Magier-Sniper-Boys. Aber eventuell. Eventuell. Haben wir ja jetzt unser Schlüssel zum Glück gefunden. Und zeigen diesem Drachen jetzt mal, wo die Schuppen hängen, ja? So. Ich renne jetzt mal direkt rüber zu dem. Sieht nicht aus, als wäre das da ein Eisklumpen. Der hier. Der hier. Welcher fucking Eisklumpen denn, Mann? Rennen wir nicht immer noch hinterher? Was waren dann die Aggro-Range, die geilen beiden?
Lass mich da her. Ich wollt's nicht. Na, no, du musst nicht tanzen. Bitte nicht, bitte nicht. Ah! Ja, was? Bitte wie? Können Sie das bitte wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ja, tut mir leid, Herr von und zu. Ich muss durch. Okay, die Durchrenntaktik funktioniert großartig. Schnell! Weg hier! Lass mich durch! Ich muss aufhören! Gewalt gegen Sachen! Energie noch einmal kurz laden und weiter geht's hier. So! Was geht hier kaputt? Warum hab ich nicht geheilt? Ich hab fucking 4 gedrückt. Welchen fucking Kristall soll ich kaputt machen, Mann? Ich lese nochmal Nikos Nachricht jetzt. Und du haust den Kristall kaputt. Ans andere Ende der Arena. Welches Ende der Arena? Da, wo der Drache steht? Oder beim Eingang? Es muss ja da sein, wo der scheiß Drache steht. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, aber ich hab da gerade alles kaputt gekloppt. Oder alles, auf alles drauf gekloppt, was da irgendwie war. Die bewachen mich ja halt wirklich ziemlich stramm, muss ich sagen, ne? Also. Ich sag grad erst, ich hätte da irgendwo ein Item gesehen. Fliehen ist halt gerade quasi fast unmöglich für mich. Muss man halt auch mal so sehen. Okay, wir machen weiter die Runny-Runny-Runny-Taktik. Da-da-da-da-da-da-da-da. Hauen sie rein, hauen sie raus. Ich bin... weg hier! Wuh! Was ist das für ein Lock-on? Ich reg mich wenig über das Spiel auf, aber diese Tode, für die man absolut nichts kann, weil du plötzlich einfach so, ja gut, du möchtest den Gegner anvisieren. Okay, Nico hat eine... Hä? Okay, anscheinend spawnt der Kristall in der Cutscene. Da sieht man das Leuchten schon beim Reinkommen. Der war doch gerade beim
Da kann leuchten beim Reinkommen? Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Ich merke schon, wie die einfach das Gimmick für Dark Souls Remastered verändert haben oder so. Keine Ahnung, ich jetzt mich irgendwie dreimal im Kreis drehen muss, einmal einen doppelten Auerbacher machen muss und dann was? Was war das für ein Huge-Ass-Pfeil, den er mir gerade in den Rücken geschossen hat, der mich fast ge-one-hitted hat? Bitte? From Software, please explain. Auch rein? Bei ihm steht hier ungefähr irgendwo ein Kristall. Hier, ich sehe hier kein Glänzen. Zumindest nicht so ein Glänzen wie... Auf den Screenshot, den Nico mir gerade geschickt hat. Oder muss ich vielleicht ein paar Mal dodgen und dann spawnt er erst? Wie ist das? Überlebe! Lebe! Lebe! Bin tot. Seht ihr das? Wo ist da so ein glitzernde, glänzende Kackkristall? Nirgends! Da ist die Kamera. Nirgends! Du kommst rein und da ist überall Nebel. Dann spawnt der in der Cutscene. Gut, das heißt wieder nichts anderes als, ich muss googeln. Eventuell ist die Scheiße verbuggt wie Hulle und deshalb funktioniert es nicht. Oder ist es irgendwas komplett anderes, aber das ist halt irgendwie ein bisschen weird, dass da nicht so ein leuchtendes, funkelndes Ding ist. Oder es spawnt erst später. Ich werde mich schlau machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Something's always a miscarriage.